Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Gestrandet Rewind mit der lieben Gibi vom Sofa Gaming Kanal. Hallo, 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 hallo. Schatzi. Hallo, Schatzi, ich muss jetzt mal Schatzi sein sagen. Genau. Ich habe das sogar darauf geantwortet, wollte ich nochmal sagen. Echt? Muss ich mir mal durchlesen. Ja. Ihr seht, ich habe ein anderes Tech-Shop-Pack. Leicht anders. Gibi sieht ein bisschen anders aus. Echt? Ach, guck, die leuchtet ein bisschen, ja. Ich habe auch ein anderes Shader-Pack, damit ich diese Lichtbugs nicht mehr habe. Ein paar sind noch da und ich habe auch noch ein paar andere Bugs, erzähle ich gleich weiter. Wenn wir nach links gucken, sehen wir schon, was die Gibi gebaut hat. Ja! Da ist sie gerade bei, sie baut eine Kirche. Und ich muss sagen, wir haben in letzter Zeit wirklich so viel gespielt und zwar ohne aufzunehmen. Eigentlich halt wollte ich nur Ressourcen farmen, damit ihr das nicht alle mit ansehen müsst. Ich habe aber auch ein bisschen weiter gebaut bei mir. Nur ein bisschen, ne? Nur ein bisschen. Und da gehen wir mal hin. Da, das hat die Gibi halt schon gebaut, toll. Ich zeig dir auch noch mal eben in meiner Aufnahme so ein bisschen meine Kirche. Keine Angst, es ist nur die erste Wand. Es ist noch kein ganzes Haus. Es ist quasi nur eine einzige Wand. Krabs, wie konntest du nur? Ja. Wo jetzt? Schätzelein, Schätzelein, so. Schätzelein. Da. Bam. Bam und so. Bam und so, ne? Bam. Ja, das hat er mal eben so in 5 Minuten so hingeschnipst. Nein, so leicht ist das. Nee, ich brauchte Material. Und ihr seht das schon, den Bug, den ich meinte. Und zwar, ihr kennt das ja, die Blätter da oben von dem grünen Baum bewegen sich. Und bei mir nicht. Die ollen Dinger bewegen sich genauso. Die haben dieselbe Eigenschaft wie Blätter und ich weiß nicht warum. Die flippen. Es liegt. Also wenn ich einen Shader ausmache, dann tun sie das natürlich nicht mehr, logischerweise. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein, weil im Singleplayer habe ich nämlich schon mal ein bisschen was getestet und da haben die das nicht. Ich vermute mal, es liegt an der Forge-Version, die ich benutze. Oder ist eigentlich ist das die passende, aber ich muss mal andere ausprobieren. Muss mal ein bisschen rumtesten. Wenigstens haben wir jetzt nicht mehr diese Lichtbugs. Sieht schon sehr schön aus. Gefällt mir. Ja. Dafür ist die Beleuchtung nicht ganz so schön wie bei dem alten Shader, aber ich finde, es geht noch. Gucken wir uns mal die Inneneinrichtung an. Ist das Medium Shader. Ich könnte auch den High Shader mal anstellen. Mach ich mal eben. Auf High. Dann ist der Hintergrund hier nämlich ausgeblurrt sozusagen. Da hinten sieht man es in der Ferne. Bam! Das ich hatte auch wunderbar. So ein bisschen die Baulust gepackt. Ich habe hab hier alles begradigt und das hat super lang gedauert und ich bin um Längen noch nicht fertig. Aber ich habe mir tatsächlich lustigerweise die erste Folge mal angeguckt, wie das hier voraussah. Und ich finde, man sieht den Unterschied. Genau. Ja. So, dass ich da alles abgetragen habe. Ich will hier weiterbauen. Ich muss hier weitermachen. Was mach das. Ich zeig nochmal meine Kirche. Die ist riesengroß. Ich mach mir gleich mal den Spaß. Moment. Wir gehen erstmal hier durch. Und jetzt hier ist so der Vorraum. Aber da bin ich noch nicht ganz fertig. Da habe ich so einen roten Teppich ausgelegt. Und ganz hinten am Ende kommt dann ein Altar. Und da werden dann alle Gibi anhimmeln, so. Und hier muss ich die Plattform. Hier muss ich die Plattform noch ein bisschen erweitern. Die ist leider noch ein bisschen kurz, dabei habe ich schon echt Gas gegeben und echt viel noch verlegt. Unter mir spawnen die ganze Zeit Creeper, da mag ich auch nicht drunter gucken, wenn ich ehrlich bin. Und während Krabs vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählt, werde ich mal eben ein bisschen Dirt hochstapeln und wir gucken uns mal die Aussicht von oben an. Ups, da soll ich dort. Ja, da können wir nämlich Krabs nämlich stalken, wenn wir da oben sind. Und da oben kommt ja dann auch mein zweiter. Rede ruhig weiter, ich wollte gar nichts sagen. Ja, ich war auch noch nicht fertig, Schätzelein. Lass mich eben ausreden. So, und dann bauen wir uns da oben hin und dann können wir Krabs nämlich stalken von da oben. Da kommt ja die zweite Etage hin. So, und jetzt darf Krabsy. Während ich baue. Nö, das will ich nicht mehr. Siehst du, und passiert das? Jetzt falle ich schon mal runter. Wir sind auf dem Server. Ah, da ist noch einer da von dem Sofa Gaming Leutchens. Den können wir uns nicht ins Bettchen legen. Er ist schuld. Egal, wird sowieso nicht hinhauen, weil ich stapel mich gerade hoch. Ich werde hier nicht nochmal freiwillig runterspringen. Och Mann. Du stapelst dich gerade hoch. Hab ich doch gerade gesagt. Hast du mir überhaupt zu? Hab ich doch gesagt. Nein, ich hätte nicht so. Das merke ich. Das merke ich mir. Schätzelein. Ja, bitte. ich fand's lustig. Du hast gesagt, es wurden Fragen gestellt. Auch für mich? Bist du dir da sicher? Ja. Du lügst doch. Nee, ich lüge nicht. Möchtest du mal eins hören? Klar.
wenn du schon bei Texture Pack bist, hat Pfannkuchen Baby gefragt, welches Texture Pack ist das? Das ist der Hammer. Ich benutze jetzt, also jetzt habe ich jetzt ein neues, ich kann das kurz mal zeigen. Geh mal hier auf Resource Packs. Das, vorher hatte ich das DokuCraft benutzt und das DokuCraft kommt von dem Advondal Server, der hier der nette Basti Keks und Riegel Gohan und so haben. Das DokuCraft, also dieses Advondal Texture Pack basiert halt auf dem DokuCraft. Jetzt habe ich mir das Original DokuCraft mal genommen. Das ist dieses hier. Das ist das Light und wir haben aber noch ein High. Ich kann mal das High ausprobieren. Während er ausprobiert, guckt euch diese Aussicht an. Das ist das Gras ein bisschen dunkler und so. Und allgemein sind ein paar Texturen anders. Ihr seht, das hier ist wesentlich grüner. Die Kisten sehen aus wie Gold und ja, deswegen habe ich das hier nicht genommen, sondern mir das andere zu Gemüte geführt. Das DokuCraft Light. Wo chillst du gerade, Krabs? Ich sehe dich nicht. Das heißt auch, glaube ich, Light and Fluffy. Light and Fluffy? Ja, genau, da steht sogar. Steht sogar runter, Light and Fluffy. Stell dich mal eben bitte ganz kurz vor deinen Eingang, während du weiter. Vor meinem Eingang? Ich stehe hier oben drauf, ich sehe dich. Ach, da oben, ich sehe dich. Okay, alles klar, da hinten ist Krabs, alles klar. So, und damit du genau siehst, wo ich bin, ich stelle jetzt die Fackel hin, so. Ah, digital. Hallo. Digital. Jetzt allein. Meiner ist viel größer als deiner. Ich sehe dich herzlich. Herzhaft. Träumt. Herzhaft, wollte ich sagen, nicht herzlich. So. Träumt. Hast du noch was dazu hinzuzufügen oder war das so? Nur, jetzt, dass du träumst. Das so? Ich träume, okay. Alles klar. Merke ich mir. So, das muss dahin. Merkt ihr das ruhig. Für die Zukunft, wer weiß Bescheid. So, und das muss sein. Ich glaube, es kann aber auch ein Arschloch sein. Ja, ja, er kann echt ein kleines Arschloch sein. Aber so kennen wir ihn, nicht anders. Wir kennen ihn nur so als kleines Arschloch. Ja, so. Ja. Frage von Let's Play Frank. Was für ein Aufnahmesetup verwendest du? Wie, was für ein Aufnahmesetup? Na, was hast du für Equipment so da stehen? Was benutzt du für Programme? Programme. Ja, was für welche? Achso. Achso, damit auch. jetzt gerade nehme ich mit OBS auf, womit ich auch streame. Und zwar einzig und allein aus dem Grund, OBS benötigt kein bisschen Ressource. Deines PCs. Null. Würde ich mit DxStory aufnehmen, haben wir schon bei den normalen Minecraft Probleme. Mit Shader Mod würde gar nichts mehr gehen. Er hätte hier eine kleine Bildershow. Ja, ich habe ja auch gerade OBS am Laufen, weil ich ja Facecam nutze. Seit vor kurzer Zeit so. Seit vor kurzer Zeit, Alter. Seit mir gesagt worden ist von Stevenio, die. Doch, ich muss es sagen. Seit von Stevenio gesagt worden ist, die ist mir so sympathisch, weil sie nicht ihr Tittenbonus ausspielt. Kannst mal sehen, wie schnell das geht, ey. Und jetzt, boah, jetzt hast du eine Titcam, oder was? Nee, nein. Das nein, sagst also, du doch jetzt auch nur, damit alle auch bei dir gucken, ja, und nicht mehr bei mir. Nein, ich werde das aber nicht langfristig. Ja, ich werde mir die Folge auch nur bei ihr angucken, wegen der Titcam. Ja, warum? Die erlebst du doch ständig. Ja. was? Scheißelein. Oh Gott, was die Leute von uns denken. Ja. Ja, und während wir kurz mal vom Thema ablenken, ich stehe vor Dennis sein Haus, vor Sika sein Haus. Hier steht sogar Pagode, hat er extra noch aufgeschrieben auf das Schild. Da gehen wir auch einmal kurz durch, damit ihr so ein bisschen seht. Was machen die Sofa-Gamer denn aktuell so alles Schönes? So, hier, so machen sieht sie das denn aus. Machen sie alles Schönes? Klären sie uns auf. Ja, ja, sie bauen eine Pagode. Schön, zurück ins Studio. Ja. Das war gut. Das war gut. So, einmal noch mal so rum, aber hier ist noch nicht wirklich möbliert. Das Ding ist auch recht klein, also das ist ein Witz gegen das, was Glas ich baue. Ja, ich brauche auch Glas, deswegen bin ich auch gerade hier auf dem Weg hin. Weil ich werde mir gleich ein bisschen Glas klauen hier. Ein bisschen Sand. Glas. So, und wieder Treppchen runter. Und dann gehen wir noch mal zur Mine von dem Minecraft. Von dem Minecraft. Ja. Ich habe irgendwo ganz viel Glas hingetan. Hast du mir das alles geklaut? Nein, ich klaue doch nicht irgendwas aus dem Kisten, das ist doch verboten. Das ist doch verboten. Aber bei dir weiß man nie so genau. So, hier haben wir Mine bei Kundran von Sofa Gaming. Na, was soll das denn jetzt heißen, Mister?
Du hast ja auch eine Titcam. Ja, ein bisschen neidisch, ne? Hast du nicht? Ja, wie? Kannst deine Titten nicht in die Kamera halten? Wie schade, wie schade. Aber dafür kann man dich beim Detektivspiel mit Facecam sehen. Ja, das kann man. Und das war super awesome. Was? Das war super awesome, habe ich gesagt. Zum Lachen. Nein, es war schon sehr spannend. Und hier, hier haben wir einen Fluss, wobei ich glaube, das habt ihr in seiner Aufnahme schon gezeigt. Hier ist Fluss. Fluss. Achso. Wollte ich das ganze Glas mal aus dem Ofen nehmen, dann habe ich auch Glas. Ich depp. Also, ihr seht, alles noch recht spartanisch eingerichtet, aber immerhin, die beiden haben hier schon etwas mit Unterschlupf. Meins hat ja noch nicht mal ein richtiges Dach. Unterschlupf? Unterschlupf, habe ich gesagt. Achso. Unterschlupf. Und Lubius Plattform können wir noch mal zeigen, die ist ja in der Nähe. Die Pagode, die Herr Saker gebaut hat. Da gucken wir uns noch Mines of Moria an von dem Kundra. Ja, alles vom Wofa Gaming Kanal. Wenn ihr seht, nee, haben die das aufgenommen, wie die bauen? Gibt ja verschiedene Perspektiven bei uns. Ja, wenn ihr also sehen wollt, wie die das gebaut haben, was ich euch jetzt gleich zeige, das hier kommt übrigens von GB und hier ist extrem dunkel und deswegen ist auch kein Wunder, dass hier immer Viecher spawnen. Wo ist dunkel? Das ist überhaupt nicht dunkel. So, ich habe nicht. Ich habe hier jetzt noch Fackeln hingemacht. Ich mache jetzt überall Fackeln hin, wo Viecher spawnen können. Ach man, das ist hell genug da. Ich baue hier gerade noch mal ein bisschen Kohle ab. Und eines Nachts wirst du dann dort überfallen. Ja, ich glaube, du wurdest schon öfter von Zombies fallen als ich, ne? Also, aufgepasst. Du siehst sie ja noch nicht mal, wenn sie kommen. Wieso ist hier ein Loch eigentlich drin? Was soll das? Wo ist ein Loch? Ja, da ist ein Loch in so einem Gang. Da kann ich dann auch einen Teil von der Pagode sehen. Wir laufen hier erst, bevor wir hier einmal... Schilder kann ich auch nicht sehen. Danke, liebes Resource. Ne, ist nicht am Resource Bag. Ich glaube, es liegt am Forge. Ich glaube, Forge macht die Probleme. Wir gucken von hier. Bam. Das hat er gebaut, der Saker. Wenn ihr sehen wollt, wie er das gebaut hat, schaut auf dem Kanal vorbei. Sofa Gamings. Wollen wir uns nochmal ganz kurz. Achso, ECS zu Ende. Kann ich nicht. Bin hier in den Minen von Movia. Ja, ich wollte nämlich sagen, die Frage ist ja immer noch offen. Welche Frage? Ja, du hast jetzt nur gesagt, dass du mit OBS aufnimmst. Mit was rennst du denn? Das ist doch enttäuschend, diese Antwort. Achso, mit... Das kannst du nicht bringen. Was wendet euch denn? Wie heißt es denn? Adobe Premiere, genau. Und nutzt ein ganz normales Headset momentan noch, ne? Immer noch werden Spender gesucht. Das klingt so, als wolltest du jetzt Blut haben. Spender für ein neues Mikrofon für den Krabs. Richtig. Damit er seine entzückende Stimme öfter mal euch in Verlockung bringen kann, euch geil macht. So, reden wir nicht einfach über den heißen Brei. Den heißen Brei. Über den heißen Brei. Was ist denn heute los? Also wirklich. Ich hab's heute nicht so mit reden. Ich werde jetzt mal ganz kurz zu Lubius rüberstiefeln und werde dann mal kurz gucken gehen. Weil ich neugierig bin. Ich werde jetzt nicht bauen. Ihr habt gesehen, wie weit ich schon mit dem Bauen bin. Das kann ich jetzt nicht bringen. Muss mich auch ein bisschen konzentrieren. So, wir sind bei Lubius. Ist aber keiner zu Hause. Haben wir nicht irgendwo einen Kanal mal gesehen? What the fuck? Wo war denn? Ach ja, hier. Lubius hat ja rechte Seite von der Mine aus, da geht's hoch. Lubius hat seine Tiere in seinem Schlaf-Wohnzimmer alle drin. Kuh, Hühnchen. Ja, also, wer das mag, kann das ja gerne machen. Ja, mag es dann mit Tieren zu schlafen. Das Hühnchen, das wartet auch schon auf dem Bettchen. Ich mag das nicht so mit Tieren zu schlafen, du Sau. Er hat ein Enchanter-Table. Hallo. Bücherregale. Falls ihr wissen wollt, warum ich jetzt genau das Shader Pack gewechselt habe, das können wir, glaube ich, sehen, wenn wir hier hingucken. Hier, jetzt sieht die Wand alles hübsch aus, wenn ich den Shader wechsle zu den Zeus. Der hat extreme Probleme. Und zwar, seht ihr diese Striche hier überall? Wie hässlich ist das denn? Nicht aber auch jetzt, weil ich die Fackel in der Hand habe, aber trotzdem, immer noch. Wie hässlich ist das denn, bitteschön? Wie hässlich ist das denn? Die Beleuchtung ist mit Abstand wirklich am besten, das stimmt schon, aber ansonsten... Wenn ich das jetzt wieder wechsle. Ich muss sagen, Lubius Hüttchen, das gefällt mir sogar, was er hier gemacht hat. Auch wenn es um Längen nicht so geil ist wie unsere Stadt da hinten. Kann man die von hier aus sehen? Das weiß ich doch nicht. Ah, ich gucke in die falsche Richtung. Das ist natürlich dann auch unlogisch, dass ich dann was sehe. So, jetzt laufen wir mal zurück. Wack. Gibt's noch mehr Fragen eigentlich? Oder wollen. Ah ja, Fragen könnt ihr stellen via Twitter. Oder in den Kommentaren.
in den Kommentaren oder hier Hashtag, wie heißt das noch? MCG Rewind. Genau, das habe ich doch gesagt. Luxoria1 fragt, ist es auch möglich, mit euch im Teamspeak zu reden? Über Teamspeak zu reden. Anders reden kann man ja gerade nicht, ne? ich würde mal behaupten, es ist schwer. Weil wenn wir im Teamspeak sind, warten wir mal, entweder sind wir dann AFK, weil wir auf eine Aufnahme warten, oder wir warten auf den Aufnahmepartner, oder wir bequatschen gerade irgendwelche Projekte. Deswegen ist es halt, also bei mir zumindest, nicht so leicht, aber es wird auch wieder so sein, dass irgendwann mal nach Streams ich dich erbarmst. Kleine Community Talkrunden mache, wie ich das sonst auch schon gemacht habe. Das hat nichts mit Erbarmen zu tun, das gehört hast dazu. Hast du schon mal gemacht, ja? Ja, hab ich schon öfter. Das gab's mal. Also das könnte natürlich durchaus wieder vorkommen. Und dann kann man im Teamspeak quatschen, genau. Schön, ne? Das ist sehr schön. Ich wollte es auch sagen. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Ich stelle mich mir jetzt mal so vor, ich bin jetzt so dein Zuschauer. Du hast doch immer ein Teamspeak da in deiner Beschreibung drin stehen. Was soll das? Arschloch. Was? Er hat mich Arschloch genannt. Das ja, hab ich. Und? Das ist halt jetzt. Der Troubletown Teamspeak. Ja. Richtig. Und auf aber dem... Aber das könnte ja verwirren. Und... Was verwirrt dich da dran? Nein, wenn du es halt so machst wie ein Zuschauer gerne, dann behandle ich es jetzt auch so. Was verwirrt dich denn da dran? Oh, so behandelst du deine Zuschauer. Was verwirrt dich denn da dran? Nein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel frage, so ja, kann man auch mal ins Teamspeak oder kann man mit euch irgendwie reden oder sonst irgendwas? Und dann ist da ein Teamspeak gepostet. So, dann will ich natürlich auch wissen, ist der momentan aktiv? Darf man da jetzt rauf? Oder natürlich ist der darf momentan man da drauf. Ja. Okay, Frage beantwortet. War jetzt etwas seltsam. Nö, findest du? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage, zu fragen, ob man dich darauf antrifft, wenn du sagst, ja, trifft man. Und ich habe gerade schon gesagt, was ich die meiste Zeit dort mache. Ja, richtig. Falls sie sich daran erinnern. Ja, ist okay. Ich sag ja nichts. Ich baue brav meine Schule ab. Mann. Kätzelein. Nämlich Arschloch. Okay, Arschloch. Ich sollte dich so nennen, sie hat es selbst gesagt. Du hast es ja vorher schon gemacht. Da. Ich mach jetzt noch ein bisschen Kohle hier weg. Jetzt weint er, jetzt haben wir es uns versaut. Ja, vielleicht. Ich mach ja irgendwie Unfug gerade. Ich weiß, dass ich das nicht hab. Guckt in mein Gesicht, Leute, jetzt, ne? Guckt in mein Gesicht. Das spricht Bände gerade. Echt? Ja. Okay, dann habe ich mir einfach versaut. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Lass mich mal kurz gucken. Auch Holz. Lass mich mal kurz gucken. Ich erbarme mich schon, lese deine Zuschauerfragen hier vor. Das und höre ganz sein, brav die ganze Zeit möchtest. Zu. Nein, das war ja meine Idee. Ich finde das ja gut. Ich finde das ja auch wichtig. Dafür ist das Projekt ja hier da. Genau. Oh, ganz viel. Supergeil. Supergeil. Starmate LP war bei dir öfter mal die Rede von Ick, Nick, Nick. Er hat geschrieben, ich habe den Starmate-LP geliebt, finde es schade, dass seit über einem Jahr, glaube ich, keine Folge mehr kam. Ja. Mittlerweile hat sich Starmate auch ziemlich verbessert, wäre ganz cool, mal wieder was von dir in der Richtung zu sehen. Verbessert? Ja, es ist auf jeden Fall komplizierter geworden, was habe ich mitbekommen und ich muss eigentlich mal wieder reingucken. Vielleicht kann ich mal ein Update machen, aber eins haben Leute auch schon gefragt und das kann ich auch gleich direkt beantworten. Für die, die früher das Starmate-Projekt gesehen haben, da habe ich ja die... Wie hieß es denn noch? KSO. Ja. KSO Bulldog. Habe ich ja gebaut, das riesige Raumschiff da. Und das kann ich in die Tonne treten, weil jegliches System davon nicht mehr funktioniert. Die gesamte Bewaffnung funktioniert nicht mehr, da die das neu gemacht haben. Und die meisten Systeme des Schiffes funktionieren einfach nicht mehr. Die müsste ich komplett auseinanderbauen, wieder zusammenbauen. Aber das ist so kompliziert.
bei dem Wiesenteil, dass es einfach nicht machbar ist. Also deswegen ist das Schiff quasi hinüber, da müsste ich was Neues bauen. Wir sollten auch langsam mal zum Ende kommen, weil wir schon gut dabei sind. Ja, ich habe jetzt auch meinen Rundgang gerade beendet, stehe wieder vor meiner Küche. Ich finde es schön, wenn wir gut dabei sind. Was? Ich finde es gut, dass wir gut dabei sind. Achso, ja, findest du das? Ich bin richtig gut dabei. Ah, okay, du bist überzeugt von sich. Er haut mal wieder ordentlich raus hier. Nee, aber ich glaube, wir überziehen schon ein bisschen. Das wird sehr lang, die Folge eventuell. Ich muss gleich mal gucken, ich habe nicht von vornherein auf die Uhr geguckt, aber ich finde, wir sollten jetzt trotzdem mal ein Ende finden. Also Krabs, du darfst noch abschließend was an deine Zuschauer. Okay, wie will ich den Baum hier abholzen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Oder vermutlich sehen wir es nicht in der nächsten Folge, sondern ist einfach irgendwann weg, weil ich zwischendurch aber weitergespielt habe. Ihr seht dann das Haus beim nächsten Mal fertig, wisst Bescheid. Nein, das nicht. Nee, aber ich finde es auch langweilig. Ich habe das so in der Art das Haus schon mal ein bisschen so ähnlich gebaut. Also das habe ich schon mal gemacht. Aber trotzdem bin ich da noch total viel am Rumprobieren und auf- und abbauen. Und manchmal brauche ich für so ein, ich zeige das mal hier kurz auf meinem Monitor, für so einen kleinen Teil hier, was ich gerade hier eingekreist habe, für das kleine Teil, brauche ich manchmal über eine Stunde. Also bis ich das wirklich so habe, wie ich es gerne haben will. Und das in Folgen zu packen, das wären 4 Folgen ungefähr oder 3. Das will ich euch nicht antun. Das macht keinen Spaß zuzusehen. Und dazwischen das, das ganze Gefarme noch. Da baue ich immer lieber zwischendurch, zeige euch wieder was und baue dann weiter. So, das waren jetzt die abschließenden Worte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und ich hoffe, ihr schaut auch mal bei den Sofa Gaming Kanal dabei. Sehr interessant. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss.